Dann machen wir direkt weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten. So. Weiß ich nicht, was wir machen mussten. Huch, ne. Ich hab ein bisschen schon was aufgedeckt. Was ist das so links eigentlich? Ach, das ist Ark. Okay. Der hat doch eine Quest gehabt, oder? Was? Oh, natürlich. Das habe ich doch auch schon gemacht. Den Schlüssel zum Banktresor der Ritz bringen. Da unten. Gehen wir da mal hin. Ich sollte, glaube ich, mal mit den ganzen Leuten hier reden, damit ich auch Aufgaben bekomme oder sowas. Ist ja cool, dass das alles auf Deutsch ist. So, dass die Magie euch entbrennt, so hadert nicht einen Moment. Dem Orden sollte Kunde tun, will euer Herz in Frieden ruhen. Denn wer nicht lenken kann, die Gaben, dem wird sehr bald der Geist versagen. Null. Ihr seid Fremdländer, was? Du bist ein Jäger, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Misser? Okay, der will nix. Was ist mit ihr? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. Okay. Da ist leider ein bisschen heil bei der Aufnahme gewesen wohl. Messer? Hallo? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Und du? Ihr da! Warum schaut ihr mich so dämlich an? Hm? Wollt ihr Stress, Sir? Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Was ist dein Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Deck aufs Maul von mir. Das wüsstet ihr wohl gerne, was? Damit ihr sie verrühren könnt, meine Gertrude. Ich hab euch durchschaut. Von Anfang an. Aha. Ja, dann wollt ihr... Huch, ne, das war falsch. Natürlich wollt ihr das. Ich wusste es in dem Moment, in dem ihr reingekommen seid. Hört mal gut zu, Fremdländer. Ich bin ein Mann mit Stil. Und mit eurer plumpen Kneipenschlägeranmache könnt ihr es gleich vergessen. Und jetzt entschuldigt euch, bevor ich wirklich garstig werde. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Digga, du machst nicht mal Schaden. Was ist denn mit dir? Okay, damit war es auch erledigt. Und du bist? Hallo. Hallo. Ah. Abenteurer. Das kommt drauf an, wie wagemutig ihr seid. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Wegelose Magie angeblich. Ich habe keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was drin ist.
Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Tut euch einen Gefallen und bleibt auf den Straßen. Ich glaube, die habe ich letztes Mal schon angesprochen. Guten Abend. Guten Abend. Südviertel, Donnerstadt, Markplatz, Sonnentempel und Adlersviertel. Adelsviertel natürlich. Wer wird das da regeln? Dann gehen wir da mal rein. Ab auf den Marktplatz. In die Richtung muss ich. Da ist recht dunkel hier gerade, ne? Du bist auch eine Wache, oder? Schreitet wohl. Das will ja keiner hören. Viele weibliche Soldaten. Gefällt mir. Moin. Okay. Was war das denn gerade? Mal fast zum Gruß. Ab in die Unterstadt. Die greifen nicht an. Zuerst mal. Oh lol. Okay. Ist aber hart dunkel hier unten, ne? Wo bin ich denn runter? Ach, hier sind Treppen, lol. Und wir wollen alle den Groschen haben. Hier willst du natürlich nicht aufwachsen, ne? Stehlen? Okay. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Angenehme Stimme. So, Junge. Kommen im falschen Hund. Aha. Gehen wir da mal rein. Verdammtes Ungeziefer. Sie lagen ihr zu Füßen. Die tanzen aber viel besser als in Skyrim auf jeden Fall. Was wollt ihr? Schreitet wohl. War sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Mal fast zum Gruß. Okay, ich glaube, ich muss hier einmal mit jedem reden, irgendwie am besten. Na, mit dem heimatlosen Taverngast. Ja, komm, mit den Tanzenden spreche ich mal nicht. Hier. Was wollt ihr hier? Begafft jemand anderen? Schade. Geht das mit der Quest? So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge.
Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Welche über denn? Den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Rhetorik? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Schade. Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Schön. Ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Jetzt muss ich noch eine Frau schlagen. Was ist denn mit dem Spiel? Hätte ich das nicht anders lösen können? Naja. Gut, gut. Ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Ich will diesen Typen gar nicht mehr helfen. Ich will ihr eigentlich helfen. Nee, nicht da. Wo war nochmal? 36, okay. Was ist das eigentlich? Achso, Erfahrungspunkte. Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Moment, mit der habe ich auch schon geredet, glaube ich, oder? Ach, ihr seid doch aus Arasial, nicht wahr? Eure Augen, sie sind... naja, anders. Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Nerin, verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass Arasial gespalten ist? In das zivilisierte Volk an der Küste und die Wilden in den Steppen, die immer noch ihre Naturgötter anbeten? Und wenn ja, zu wem hat eure Mutter gehört? Verstehe. Sie muss eine Menge zu erzählen gehabt haben. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Tief in den Höhlen der Verbotenen. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Keiner, der ihn je zu Gesicht bekam. Mal fast zum Gruß. Um davon zu berichten. Was? Werden die was wollt ihr hier? Er gafft jemand anderen. Du schon wieder. Kicherst und alberst und scherzt. Dann wird dir am Ende das Lachen vergehen. Denn er lauert dir auf. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Schreitet wohl. Da ruht der schwarze
Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Mhm. Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Lebt wohl. Oberstädter. Hier liegt einfach jemand. Was? Der schwarze Wächter. Weichen wir von unseren Pfaden. Geht weiter. Na los, geht weiter. In die ewige Dunkelheit. Verdammtes Ungeziefer. War das gerade ihre Nöppel? Die waren aber sehr weit oben. Und schon fies. Ich hoffe, ich habe gleich zwei verschiedene Optionen, was ich da mit dem Schlüssel machen kann. Wie gesagt, eigentlich habe ich keinen Bock, ihm den Schlüssel zu geben. Diese Fleischmagenkranken rauben mir noch den letzten Nerv. Vorsicht, Oberstädter. Es gibt hier Menschen, die für solche Kleider morden würden. Ein gut gemeinter Rat. Achtet hier unten auf eure Taschen und meidet dunkle Orte, besonders die Glimmerstaubgasse. Ja? Was? Wissen. Na schön, vielleicht gibt es da das ein oder andere, was ich euch zeigen kann. Aber ich sag's euch gleich. Es wird nicht billig. Okay. So teuer ist es halt tatsächlich echt teuer. Rezept, volles Blut. Ja. Irgendwas futtern sollte ich, glaube ich, am besten mal. Ich weiß nicht, ob ich hier nachher noch angegriffen werde. Eigentlich gerne, nur nicht jetzt. Bandit, lol. Okay. Alles klar, Sonnenkind. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Her mit der Kohle und wir lassen euch leben. Stellt euch stur und... naja. Was? Wisst ihr, was das hier ist? Ein Messer. Und glaubt mir, ihr wollt keine Bekanntschaft damit machen. Richtig. Also haltet euren Mund und zahlt, wenn ihr leben wollt. Ja, ihr haltet euch für eine ganz harte Nummer, was? Na schön, dann eben auf die harte Tour. Ich wollte das ja nicht anders. Jetzt nehme ich euch aus. Ein bisschen Groschen hatten die ja. Schade. Ja, das ist das, was ich meinte.
dass ich hier eventuell angegriffen werde. Da hinten, also muss ich auch anscheinend hier lang. Lasst mich. Lasst mich. Theanor Arantean ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchesser weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Wir reden komische Menschen die ganze Zeit. Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Es ist das Leben, Natalia. 100 pro Bündel und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch die Pest. Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Medan. Natalia auf den Streit ansprechen? Ja, komm mal her, Natalia. Was? Das. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Ich bin gar kein Oberstädter, ich bin einfach nur ein Reisender. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und... zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Ich weiß nicht. Ihr scheint in Ordnung zu sein, aber man merkt euch an, dass ihr nicht von hier kommt. Yep. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Sonnenkind sich für meine Probleme interessieren sollte. Ich bin also ein Sonnenkind? Hm. Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatyrensohn da drüben, Kava Torval. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Winwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Mhm. Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Könnten Sie ja, und tun Sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den Sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Ihr seid kein Alchemist, was? Nope. Roter Winwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Oh, stell dir vor, du hast Fleischmaden im Körper. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Brauche nicht viel. Na dann viel Erfolg. Wo war der Typ nochmal hier, ne? So, mein Freund. Oh, beim Namen der Sonne, nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht. Glaubt mir einfach. Doch. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hatte mit einer Predigt gerechnet. Hier, bitteschön. Und richtet Natalia schöne Grüße aus.
So, was ist denn jetzt aus der Kirche? Schüssel in den Banktresor. Muss ich das machen? Ich mach erstmal die Quest fertig hier. Obwohl. Nenn mich einen schwangeren Leoren, ihr meint es ernst. Woher? Vergesst es, ich frag besser nicht. Tausend Dank, Fremder. Ihr habt heute viele Menschenleben gerettet. Keine Ahnung, eventuell. Und moin. Huch, bin abgelevelt. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich habe jetzt einfach gekauft, weil ich das Geld gerade hatte. Vielleicht hätte ich auch klauen können oder so, ich weiß es nicht. War das mit zwei Handschwertern? Dann mache ich mal das. Was ist das nächste? Prozent weniger Schadensresistenz. Ich hoffe, das ist ein Dieb, auf den ich drauf mache. Oh ne. Schaden wird eure Hiebe und Schildstöße. Aber jedenfalls den Schaden, den ihr selbst nehmt. Nicht mit anderen Kampfhaltungen stapelbar. Okay. Interessant. Mal gucken, ob man es hinkriegen kann, dass die Leute hier unten irgendwann nicht mehr krank sind. Ralata Scherer, wir warten immer noch auf eure letzte Zahlung. Gibt es irgendetwas, das wir wissen müssen? Ralata Scherer, nein, alles ist in bester Ordnung. Ich arbeite so hart ich kann, aber in letzter Zeit komme ich nur schwer über die Runden. Das interessiert mich nicht. Ihr wollt auch in Sicherheit leben, oder? Ja. Gut. Ihr kennt die Regeln. Schutz gegen Bezahlung. Wir haben unseren Teil der Vereinbarung erfüllt. Nun seid ihr am Zug. Es ist ja nicht so, dass ich eine große Wahl hätte. Ich tue einfach mal so, als hätte ich das eben nicht gehört. Verzeiht. Ja, das Schattengeld wird gleich morgen da sein. Das wollte ich hören. Des Vaters Segen. Was passiert denn mit dem? Okay. Das war wohl ein Magier. Er kriegt mal ein bisschen Licht. Hey. Der
Der interruptet mich, der Arsch. Ich muss irgendwas verdammt. Der war gar nicht so schwach. Schädel, wow. Ah, die Bade ist besser als meine Waffe, aber egal. Bauplan ist gut. Groschen sind immer gut. Ein Buch. Ah, den kann ich sogar rufen hier. Ich dachte, das geht nicht, weil ich eigentlich noch in einer Stadt bin. Gleich wird jeder weg sein. Tschüss. Okay. Moin. Malfas zum Gruß. Ja, oder was das auch mal sagt ihr. Wer auch immer Malfas ist. Schneid es mir. Oh, ist ein Friedhof hier. Hallo. Hi. Schreitet wohl. Jetzt muss ich ihm doch den Schlüssel geben. Okay. Interessant. Malfas zum Gruß. Geht weiter. Okay. Messer? Ich war da gerade erst. Hat sie jetzt ihren Bruder getötet, oder? Grüße. Jetzt muss ich wieder dahin, wo ich gerade herkomme. Wow. Naja. Schreitet wohl! Schreitet wohl! Nee, nee. Reicht es hier mit Groschen verteilen? Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Oh. Ist doch immer dasselbe. Ah. Ja, hallo. Mit so vielen Menschen hier. Ich arbeite zum rechten Weg, dass ich nicht darf. Fremdländer. Na, habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädter? Zu viele Menschen. Ein Fremdländer, was? Welche Überraschung. Messer. Ah. Ein gut gemeinter Rat. Achtet hier unten auf eure Taschen. Ja, ja. Dunkle Orte, besonders die Glimmerstaubgasse. Liegen immer noch die Leichen rum.
Was wollt ihr? Nicht begaffen? Und die hier, Bumerange. Digga, ich bin gleich tot, Alter. Scheiße, ich muss leider Tränke nehmen. Verzinn ist nicht besonders viel. Ist alles nicht besonders viel. Scheiße. Das war jetzt keine gute Idee. Bin gleich tot. Mit dem, ey. Da liegt der Brot rum. Du suchst ein Brot. Leer, hä? Okay. Was soll ich hier? Mal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt eine Menge Witwen und Witwer mehr. Was wollt ihr? Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hin soll. Wo steht denn da jetzt? In Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen, okay. Hier war ich auch schon mal. Was ist das denn hergefallen? Könnte man die Dinge mal lernen? Ne, okay, dann muss ich später lesen. Ach, das gleiche. Ist doch irgendwo wieder. Okay, das Buch ist auch kaputt. Nimm's mal mit, dann ist es nicht mehr so kaputt. Ist da jemand? Hallo? Greift mir jetzt an.
Jo. Auf ihn! Das war ja spannend. Ah. Oh, ich kann bald nichts mehr tragen. Wenn ich das jetzt nehme. An dem Moment, ich bin ja bei 200, nicht bei 300. Dann geht das noch. Was ist das denn? Der Stab der Ordnung? Okay. Ich hab da schon was, ne? Ich lass das erstmal. Okay, wie komme ich dahin, wo ich hin muss? Also hier wieder hoch, okay. Und wieder in die Stadt rein. Malfas zum Gruß. Ich laufe hier immer im Kreis, habe ich das Gefühl. Herzland.